Hallo. Wir sind eure neuen Nachbarn. Schön, euch kennenzulernen. Kommt heute Abend zum Abendessen. Wir haben saftige Steaks. Ein paar Minuten bevor sie ihre Nachbarn besuchten, hat Penny etwas Seltsames gefunden. Gruselig. Warum haben unsere alten Nachbarn ihre Augen ausgestochen? Plötzlich fühlte Penny, dass jemand sie beobachtet. Schatz, geh nicht auf den Rasen. Das mag mein Mann nicht. Ma'am, sind das Ihre Fotos? Runter von unserem Rasen. Erschrocken kam Penny nach Hause und erzählte ihrem Mann alles. Ich habe das Gefühl, dass etwas Schlimmes in Ihrem Haus vor sich geht. Hast du wirklich Angst vor zwei gebrechlichen alten Menschen? Der Makler sagte, dass sie angesehene Ärzte in der Stadt sind, die in einer psychiatrischen Klinik arbeiten. Vielleicht waren sie einfach nur müde nach ihrer Schicht. Wie erklärst du die ausgestochenen Augen auf den Fotos? Ihr Patient hätte es tun können. Halte dich aus ihrem Privatleben heraus. Aber am nächsten Tag wurden Pennys Befürchtungen bestätigt. Sie räumte den Garten auf, als plötzlich die Kellerfenster ihrer Nachbarn ihre Aufmerksamkeit erregten. Schau, jemand ist in deinem Keller. Der alte Mann wurde nervös und schwang scharf seine Gartenschere. Es ist nur unser Enkel, der da drin spielt. Penny wusste jedoch, dass der alte Mann etwas versteckte. Darf ich in das Fenster schauen? Nein! Nachbarn dürfen die Wiese nicht betreten. Sie konnte nicht aufhören, den ganzen Tag daran zu denken. Am Abend wollte sie die Polizei rufen, als sie plötzlich ein Kind auf dem Rasen der Nachbarn sah. Warst du heute Morgen im Keller? Nein, ich war heute das erste Mal hier. In diesem Moment kam ihr Nachbar aus dem Haus und nahm den Jungen stumm mit hinein. Penny fand sofort die Tochter ihrer Nachbarn in den sozialen Medien. Sie rief sie an und erzählte ihr von allen Eigenheiten der Nachbarn. Ma'am, es tut mir leid, aber ich glaube, Sie reden Unsinn. Meine Eltern arbeiten mit psychisch kranken Patienten. Aber sie sind fähige und gesunde Menschen. Du hast wahrscheinlich recht, ich muss überreagiert haben. Deine Eltern essen jetzt ein schönes Abendessen mit ihrem Enkel im Hof. Wirklich? Können Sie mir es zeigen? Ich vermisse sie so sehr. Sie sind nicht meine Eltern. Inzwischen bemerkte der Junge auch ihr seltsames Verhalten. Liebling, warum isst du nichts? Aber das sind Steine. Hier, nimm noch mehr. Ruf die Polizei. So schnell wie möglich. Penny rief sofort die Notrufnummer an. Aber sie konnte nicht zulassen, dass der Junge weiterhin bei diesen seltsamen Menschen bleibt. Sie nahm die Schere und ging auf den Rasen der Nachbarn zu. Hey, was machst du? Du darfst den Rasen nicht berühren. Aber Penny ging nicht zurück. Das sind nicht deine Großeltern. Lauf weg! Die alten Nachbarn bekamen verrückte Augen und stürzten auf Penny zu. Währenddessen ist Pennys Ehemann von der Arbeit zurückgekehrt. Das Mädchen sprang in sein Auto und schloss die Türen ab. Diese Leute sind verrückt.
Der alte Mann und die alte Frau schlugen bösartig gegen die Autoscheiben. Pennys Mann wollte aus dem Hof fahren. Aber wie es der Zufall wollte, sprang das Auto nicht an. Gott, was sollen wir tun? Und in diesem Moment hörten sie die Polizeisirenen. Die älteren Fremden wurden festgenommen. Es stellte sich heraus, dass es sich um psychiatrische Patienten handelte, die geflohen sind und einige Wochen gesucht wurden. Pennys und Peters echte Nachbarn waren im Keller eingesperrt. Danke, Ma'am, für Ihre Wachsamkeit. Wenn Sie nicht eingegriffen hätten, hätte es schrecklich enden können. Ignoriere niemals deinen sechsten Sinn. Es kann viele Leben retten.